So, willkommen zu einer neuen Folge Rahmen des Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Aber erstmal muss ich euch vorwarnen, ich bin total im Arsch. Ich bin so müde, so geschafft. Die Nacht nicht wirklich geschlafen, alle 2 Stunden hat der Wecker geklingelt, warum auch immer, das muss man ja jetzt hier nicht breitreden. Dann frühs kam Pupsi, hat mich geweckt, normalerweise kommen die ja nur am Wochenende, jetzt kamen die frühs an einem Mittwoch, hat gesagt, aufstehen, zack, und wir mussten los, mussten ihr Auto abmelden, mussten ihr neues Auto holen, mussten hin und her. Ich durfte natürlich fahren, jetzt sind wir nach Sömmerda gefahren, haben in Sömmerda ein Auto geholt, ne? Und auf dem Rückweg, sie ist ja da mit dem neuen Auto und ihrem Papa heimgefahren und ich stand da also so mit meiner Mamuschka, die habe ich nämlich auch mitgenommen, habe gesagt, komm, wenn wir einmal in Sömmerda sind, können wir ja in Sömmerda auch mal was essen. Ich hatte nämlich so einen Hunger nach 1,5 Stunden Fahrt hinwärts und zwischendurch noch in Meiningen, eine halbe Stunde Meiningen, sonst wie anmelden, ummelden, hin und her, Klosuche. Habe ich einen Dönerladen gefunden, und zwar den hier in Sömmerda. Und der heißt Döner Kebab Pizza Pamukkale. Ich habe keine Ahnung, Inhaber Ükaradas. Ich kann euch das einmal so zeigen hier. Döner Kebab Pizza. Jetzt ist das wieder. So ist zu wenig Licht, so ist weg. Auf jeden Fall Pamukkale, Inhaber Ükaradas, Frohndorfer Straße 2A in Sömmerda. Öffnungszeiten sind durchgestrichen, geht aber bis Sonntag. Hier habt ihr ein schönes Bild und irgendwie dieses Bild habe ich schon so oft auf so vielen Dönerkarten gesehen. Das sind keine Mitarbeiter, das sind keine glücklichen Gäste. Das ist wahrscheinlich einfach ein random PNG aus dem Internet, die sich jeder auf die Karte klatscht. Jetzt haben wir mal geguckt, was es da Leckeres gibt. Ihr seht hier ganz groß natürlich Döner aufgelistet. Ich habe mir da einen Döner im Fladenbrot mit Schafskäse geholt für 5 Euro. Ich muss sagen, der Döner an sich war eigentlich richtig genial. Denn der hat so ein schönes rundes Brot gehabt. Da war oben so Joghurtsoße mit drauf, anstatt Spezialsoße, wie bei uns bei jedem, da einfach Joghurtsoße drauf. Das Fleisch war so lecker. Du hast wirklich im ersten Moment gedacht, du isst ein Brathähnchen oder ein Broiler, weil das schön knusprig war, frisch von dem Dönerspieß ab, das als letztes oben drauf gepackt. Es war Pudendöner natürlich. Also hier, was heißt hier natürlich, Drehspieß aus 70% Hähnchen und 20% Pute. Kein Wunder, dass es so nach Broiler geschmeckt hat die ganze Zeit. Mit Schafskäse war auch drauf, war auch kein Rotkraut drauf, was die hier immer machen. Kein Rotkraut dort, aber trotzdem alles irgendwie gesund und frisch. Das Einzige, was mich gestört hat, ich habe extra noch 5-mal dazu gesagt, bitte extra scharf, schön scharf, ja, richtig würzen, bam. Es war nichts drauf, gar nichts, kein einzigster Krümel. Das hat mir gefehlt. Da war ich ein bisschen traurig. Dann haben wir geguckt, was gibt's noch hier? Pizza. Da gibt's auch Pizza Sucuk, ne? Gibt's bei uns ja auch nicht. Pizza mit... Was ist das? Sehr großer Hunger. Doppeldecker. Pizza als doppelte Calzone. Oder sprich uns an und stell dir was zusammen. Sehr schön, wie die da auf die Leute eingehen. Jede Pizza mit 28... Zentimeter Durchmesser, nur 2,50 Euro mehr. Eigentlich haben die 26. Türkische Pide gab's auch noch, konntet ihr bestellen. Pasta gab's diverse. Salate gab's auch, Krabbensalat. Oh mein Gott. Getränke, alles mögliche. Und dann habe ich gesehen, die Mama isst ja gerne Hamburger, so für zwischendurch. Und hier gab's Hamburger nach Art des Hauses mit Schafskäse für 4 Euro. Ist ein bisschen teuer, wenn man denkt, das ist so ein kleiner, lumpiger Hamburger. Aber bei denen nach Art des Hauses haben die auch einfach ein Döner-Fladenbrot genommen. Ein rundes. Haben das auf, haben alles rein wie beim Döner. Nur statt Dönerfleisch eben eine Scheibe, ein Burger-Patty. Und dann habe ich mir gedacht, weil es da noch was gibt, bei kleinen Gerichten, Bratwurst mit Fladenbrot für 3 Euro. Und das habe ich noch nirgendwo gesehen. Beim kleinen Gerichte Schnitzel mit Pommes und Salat. Ist auf jeden Fall klein. Habe ich auf jeden Fall noch nirgendwo gesehen. Bratwurst mit Fladenbrot.
diese Kombination aus Thüringen und Türkei, ne? Aus Semmerda und Hibu, weil Semmerda steht für Fladenbrot und Hibu steht für nix. Habe ich mir mitgenommen. Sieht auch aus wie ein Döner, aber ist ja auch im Fladenbrot. Das müsste jetzt also nochmal dieses schöne Fladenbrot sein, wie es bei den Dönern war, obwohl das hier etwas kleiner wirkt. Sicherlich aber, weil es halt nicht so heftig gefüllt ist. Das erste Problem, was ich sehe, die hat schon wieder hier ein Loch reingebissen. Da kann man den Finger durchstecken. Deswegen ist hier vorne dieses Papier auch durchgefressen. Da fehlt schon wieder dort was. Wir wollen das jetzt aber mal hier rausnehmen. So, Adi, das ist Folie, das ist nichts für dich. Nicht während des Videos, danach, meinetwegen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Oh, ich glaube, ich bin jetzt schon enttäuscht. Ich tue das mal hier aus dem Dönerpapier raus. Bratwurst im Fladenbrot. Oh, okay. Es ist also ein Fladenbrot. Adi, nein. Und da drin ist eine Bratwurst. Habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt. Vor allem so viel Fladenbrot, da hätte doch noch eine zweite daneben gepasst, ne? Aber dann wäre es ja auch teurer, dann wäre es ja Doppelbratwurst im Fladenbrot. Hätte man bestimmt für den Aufpreis noch dazu bekommen. Ich habe jetzt gedacht, wenn die da den Hamburger machen wie ein Döner, nur mit Hamburgerfleisch, machen die Bratwurst auch wie ein Döner, nur mit einer Bratwurst drin. Sprich, also auch mit Salat, mit Soße, mit Zwiebelchen drauf, mit allem drum und dran. Aber es ist halt einfach eine Bratwurst im Fladenbrot, ne? Nichtsdestotrotz fand ich den Verkäufer, den Inhaber, eigentlich richtig chillig und es hat mir gut gefallen so. Ging auch recht schnell. Also ich bin da rein, hab das gesagt. Da hat er den im Prinzip schon zusammengepackt. Als ob er wusste, dass ich komme. Hat trotzdem gut geschmeckt. Das ist halt... Die Erwartung war anders, sagen wir mal. Aber trotzdem, hier steht ja da, Bratwurst im Fladenbrot. Das kostet 3 Euro. Was willst du für 3 Euro noch mehr erwarten? Wenn da alles mögliche, dann müsste es ein Bratwurst-Burger sein. Dann wäre da vielleicht mehr drauf. Trotzdem müssen wir mal probieren. Wir beißen jetzt mal hier in den, überall sind Adi-Haare. Wir probieren erstmal nur das Fladenbrot. Dann ist das trocken und mehlig. Und noch mehr Adi-Haare. Aber, wie kann man das jetzt essen, dass das besser ist? Man holt sich einen Weißkrautsalat und packt den da drauf. Man schmiert alles mit Senf ein. Man macht es wie eine Tuurin-Burgersoße und ach, keine Ahnung. Beiß mal auf jeden Fall jetzt mal in die Bratwurst, guck mal, wie die ist. Schmeckt halt nach kalter Bratwurst. Hätte man vielleicht jetzt direkt warm essen sollen. Und ich meine, ob ihr jetzt so eine Bratwurst im Brötchen mit Ketchup nehmt oder eine Bratwurst im Fladenbrot mit Ketchup, ist an sich vielleicht gar nicht so eine unterschiedliche Sache. Aber die meisten essen ihre Bratwurst ja auf der Hand in einem Brötchen drin, schön mit Ketchup. Da, hier fehlt was, hier fehlt eindeutig Soße. Ich glaube, wenn ihr da jetzt Ketchup, Mayonnaise, irgendwas drauf macht, gut, Mayonnaise nicht, geh weg. Ketchup, Senf, irgendwas, dann wirkt das fast einfach wie Bratwurst im Brötchen, was ihr an jedem Imbissstand, an jedem Bratwurststand bekommen könnt. Ist also gar nicht mehr so pervers und speziell, wie es sich im ersten Moment anhört. Ein bisschen was Frisches hätte ich mir noch gewünscht, aber egal. Werde ich nachher noch essen. Jetzt muss ich mich erstmal vorbereiten auf den Mittwochs-Stream Raid Mania. Ich weiß gar nicht, wann das Video kommt. Egal, ihr werdet es irgendwann sehen. Habt ihr auch schon mal Bratwurst im Fladenbrot gegessen oder gesehen? Was war das Interessanteste, was ihr je im Fladenbrot gesehen habt? Ich finde den Backfischdöner immer noch am coolsten. Fladenbrot mit Backfisch drin, wie ein Döner zurechtgemacht, nur Backfisch statt... Ist ja gut. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.